Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute Hogwarts Legacy, endlich ist es rausgekommen. Ich bin echt gespannt, wie es ist. Ich habe schon so viel gesehen, ich habe mich nicht spoilern lassen von nichts. Ich habe mir auch keine Gameplay-Materialien angeguckt. Ich bin komplett jungfräulich, was dieses Game angeht. Außer den allerersten Trailer, das erste Mal ausgezeigt wurde, da habe ich mich natürlich drauf gefreut und das auch geschaut. Zum Thema J.K. Rowling kann ich und will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Vorab, ich halte sie für eine bemerkenswerte Schriftstellerin und sie hat mir eine fantastische Fantasy-Welt offengelegt, die ich immer wieder gerne lese und auch gerne die Filme gucke. Und natürlich weiß ich, dass man auch mit dem Spiel und auch mit dem Film und alles ihr Vermögen unterstützt und damit natürlich auch ihre, ja, wie soll ich sagen, ihre Ansichten, auch das Geld, was sie dafür benutzt, um ihre Ansichten zu verbreiten. So ist das nun mal. Aber trotzdem werde ich auf dieses Spiel nicht verzichten und boykottieren werde ich es schon gar nicht. Kann man halten, wie man will. Wen es sich gefällt, der muss halt was anderes machen. Beziehungsweise der würde sich das Video hier auch wahrscheinlich gar nicht jetzt angucken. Also, viel Spaß dabei. Wir fangen an. Das Spiel fängt direkt hier an mit diesem Brief. Ich konnte bis jetzt nur Einstellungen machen, was die Grafik angeht. Ich habe mich für den Performance-Modus entschieden. Werde aber vielleicht unterwegs mal irgendwann in dem Let's Play auch mal eingehen auf den Fidelity-Modus, also den, der ein bisschen höhere Grafikqualität bietet. Aber das werden wir dann sehen und werde ich ja auch schon vorab Bescheid sagen. So, los geht's. Witchcraft and Wizardry, Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihre Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberer-Minderjährige die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Elisa Fick Ihnen dabei hilft, Ihre Zauberkunst zu verbessern, bevor er Sie von London zum Schloss begleitet, wo Sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Mathilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Weasley, könnte das die Oma sein von denen? Man weiß es nicht. Wir fangen mal an. Oh, ja, Charakter erstellen. Ich hoffe mal, dass wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht wird wegen der Musik, aber es hört sich nicht wie die Harry Potter Musik an. Lizenztechnisch sollte da nichts passieren. So, ich schau mal, wen ich da nehme. Das sieht eigentlich schon ziemlich lässig aus, da. Aber versuchen wir mal, ihn so zu bauen, wie ich aussehe. Testen wir mal. Ich sehe hier gar keinen mega muskulösen, sportlichen Typen. Scherz. So, eigentlich finde ich den schon ziemlich cool, da muss ich zugeben. Aber vielleicht können wir den noch ein bisschen verändern. So, schauen wir uns mal. Also vorab, ich habe mich schon entschieden für ein Haus, wo ich gerne rein möchte. Und klar, also wäre natürlich Gryffindor, weil ich absoluter Fan davon bin, wäre es natürlich die erste Wahl. Aber ich würde ganz gerne als Slytherin arbeiten. Mal sehen. So, gucken wir mal. Ah, ich nehme ihn. Haare nehme ich schon andere. Ja, die habe ich definitiv nicht. Auch nicht, auch nicht. Oh, viel zu hoch. Was ist denn das für eine Frisur hier? Nein, habe ich auch nicht. Diese Mädchenhaare. Oh, schon, das könnte schon ziemlich nah dran. So. Ja, die ist schon gut. Weiter geht's. Gesichtsfarbe. Achso, ich kann direkt. Ah, so ist schon gut. Sommersprossen und Muttermale. Selber habe eigentlich keinen Sommersprossen oder so. Was soll's. So, Narben. Ich bräuchte eine Narbe, die wie ein Blitz aussieht. Nein. Ich habe tatsächlich eine Narbe, aber die kann ich nicht machen. Schade, ne? Ah, doch, das kommt ähnlich. Ähnlich. So, Augenfarbe. Naja, die Augenfarbe würde ich schon ganz gerne in grün haben. Ändert sich da aber was? Ich sehe überhaupt keine Farbe, die ändert. Wie hast du es gesehen? Ach doch, jetzt sehe ich es, okay. Ja! Das passt. Augenbrauen. Ein bisschen buschiger vielleicht. Zu buschig. Sehe ich aus, ob ich immer überrascht aussehe. Hier! Monobraue! Nee. Dass ich ein bisschen. Dass ich so sehe.
So sieht doch schön lässig aus. Ja. Oh, stimmt. Mal gucken. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Hört sich gut an? Es war wunderbar. Okay, hört sich jetzt an. Von mir aus kann's losgehen. Das war gar nicht schlecht. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Gib deinem Charakter einen Namen. Okay, man nennt mich... Der. Der. Und der Nachname ist... Hansen. Boom. Zack, zack, zack. Und? Ich bin ein Zauberer, klar. Beginne deine Reise. Los geht's. Ich bin echt aufgeregt, muss ich zugeben. Schon lange her, dass ich mich so auf ein Spiel gefreut habe. Also wirklich schon lange her. Das letzte war Elden Ring. Oh, da ist Fidelis. Wie heißt er? Elios Fick. Ja. Dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Wer separiert denn da? Eliasar! George! Eliasar, schön, okay. Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eliasar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Oh, der scheint ein bisschen ängstlich, der gute Mann. Oh, Kestrale. Also optisch macht das schon was. Oh, wer ist er denn? Oh, auch appariert. Kestrale sind schon ziemlich cool. Können wir natürlich nicht sehen. Warum können wir Kestrale nicht sehen? Weil wir ja noch keinen Menschen haben sterben sehen, ne? Also das Spiel ist eingeschlagen wie eine Bombe, nur mal nebenbei. Deswegen denke ich, werde es definitiv einen zweiten Teil geben. Na, schon ziemlich cool, ey. Wie so richtig Gänsehaut. Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. Wirklich? In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh, Gringotts. Was ist das? Oh ja. Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen. Aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn?
Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Wieso kann er das sehen? Oho. Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt. Wir wissen nicht was. Ach du Scheiße. Der hat ihn einfach mal gefressen. Okay, jetzt können Sie Testrale sehen. Das ist schon ziemlich cool gedacht. Kutscher steht da. Ich dachte, das wäre jetzt echt Katscher. Ach, das können wir jetzt machen. Der Schlüssel! Ihre Hand stellen! Das war doch ein Angriff auf sie. Das war cool gemacht mit Zestral. Habt ihr es gesehen? Das war ziemlich cool gemacht, weil er hat ihn gefressen und in dem Moment alles konnten sie ihn sehen. Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Drücke, um zu heilen. Was ist passiert? Guck mal. Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen. Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Okay. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Wow, das sieht echt mal geil aus hier. Also, kann man nicht mehr ganz vergleichen mit den alten Harry Potter Spielen. Oder mit Lego Harry Potter, obwohl das auch ziemlich cool war. Falls ihr es gesehen habt, könnt ihr bei mir auch gucken. Immer noch mein meistgesehenes Video. Der erste Teil der Harry Potter, Lego Harry Potter. Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben der Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Das ist ja... Oh, wie flott das Ganze ist. Aufpassen. Ja. Ah, was hier. Denken Sie, woher hat die Ihre Frau den Schlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. X zum Springen und Klettern. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Okay, das ist natürlich clever. Man kann das immer direkt angucken. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie.
Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Oh, hier ist irgendwas mit Magie. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Was? Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Okay. Fokus auf das Zentrum. Okay. Wow. Ausgezeichnet. Nutze deine Kamera, um eine Aktivität auszuwählen. Einen ihr Spieler, Bewusstseinsziele auszuwählen und den Avatar mit demselben Stick zu bewegen, indem sie die Kamera tun. Okay. Oh, wow. Das war etwas holpriger als erwartet. Ah, das ist cool. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke. Danke, Sir. Aber wie kommen wir zur Ruine, ist die Frage. Ah, da oben. Oh, ein guter alter rüstiger Mann. Kleiner Nasen Drake da. Weit. Gleich davon. Optisch ist es schon eine Wucht, das Spiel, muss ich sagen. Bleiben Sie ruhig! Was? Reparo! Okay, er hat drauf. Heilige Makrele. Das Zauber geht flott von der Hand. Macht Spaß. Aber was sollen wir hier? Wie cool das aussieht. Hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Wie geil das der aussieht. Der Schlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Die Minikarte zeigt deine Umgebung an. Mit der in der Mitte ist ein Adressier. Okay. Den Mika sehe ich. Und hier kann ich das auch blenden. Okay. Hier doch was entdeckt. Professor, es ist eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Okay, aber man muss doch noch irgendwas anderes machen. Der Pfeil zeigt ja, wo ich hin soll. Gibt es noch einen anderen Weg, wo wir hin können? Nach außen vielleicht? Wir schauen mal. Hier ist auch noch eine Figur. Professor, die Statue! Vielleicht war die sein Zuhause. Ich gehe mal außen rum. Aha. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fick! Was ist das? Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Sollen wir mit der Magie interagieren? Was
Patricks Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Weck den Kobold auf. Hallo? Okay, wir sind in der Bank. In einer Bank. In welcher Bank, weiß ich nicht. Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Es ist wie ein neuer Film. Es ist wie ein neuer Film. Ziemlich cool. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Wow. Wow. Gut, die Luft anhalten. Eine lässige Fahrt. Wie bitte? Alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Ein gutes Glück liegt doch vor uns. Das ist schon ziemlich lässig. Oh. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Nee, er sieht auch nicht so freundlich aus. Oh, er fährt uns hinterher. Vertraut er uns nicht? Man weiß es nicht. Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Okay. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Verlies 12.
Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank für deine Hilfe. Im Hintergrund sind trotzdem noch ein paar Melodien zu erkennen aus Harry Potter, ne? Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Okay. Halte deinen Zauberstab mit L fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drückst du den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wärst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades... Okay. Okay, okay. So geht's, okay. Verstanden. Revelio. Da! Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Da. Eine Tür. Und schon wieder dieses Symbol. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Lumos! Eine Bestimmung habe ich. Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Okay, gehen wir mal hinterher. Düster das Ganze. Da vorne ist da. Etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Versuch das Ganze mal. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir. Alles gut. Da ist doch jemand dran. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Ja. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da. Aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Will Lumos lernen? Und los. Hm, nicht schlecht. Relativ einfach zu lernen. Halte R2 und tippe auf Lumos. Okay. Lumos. Sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Na, guck mal, was er macht. Er steht auf. Oh nein, müssen jetzt gegen welche kämpfen hier? Das wäre irgendwie uncool. Protego. Impulso!
Okay, der Professor hat's drauf. Mehr sind sie ja nicht, oder? Lumos! Professor! Professor Fig! Professor, ja. Wo sind Sie? Die ohne Lichtstrahlen daher. Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Ich folge diesem Strahlen da, oder nicht? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Hierhin vielleicht? Ah. Dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Lumos. Na, schau. So. Der hier noch, ne? Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Kann ich sie schieben? Nee. Ich muss die Statuen vor... Ah, okay. Ach, hier ist die Ecke, okay. Genau hier kreuzt mich. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Oh. Ah, Mist. Protego! Stufe! Stufe! Oh, ziemlich cool. Also, die Magie geht wirklich leicht von der Hand. Das ist richtig cool. Alte Position, um Gegner mit einem Stupakonter zu töten. Okay. Oh, das hab ich gesehen. Oh nein! Nein! Stufe! Stufe! Lumos! Oh! Stufe! Protego! Stufe! Da kommt noch mehr. Okay. Lumos. Da wieder längs. Aber wo ist der Professor? Wir werden ihn schon finden. Ah, ich kann auch sprinten. Okay. Ja. Das ist noch ein größeres Symbol. Verdammt cool ist das Ganze denn bitte, Sam? Kann ich da rein? Keine Ahnung, wo wir hier sind. Was ist das?
Das sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Das sind aber schon Gedanken, ne? Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Kopf runter. Oh, cool, ey. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das Sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Oh. Wusste ich's doch. Ranrock. Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gib mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Upsala. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Oh. War wohl nicht so gut. Vielen Dank.
Oh oh. Wow. Oh. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los. Ja, die Einführungsfeier wartet auf uns. Da! Der Hogwarts Express. Ach, wie cool. Da denkt man, das ist schon ziemlich geil, oder? Da geht man ab. So, das war wohl die Einführung. Ziemlich beeindruckend und ziemlich cool. Muss man zugeben. Geht gar nicht anders. Ja, wir schauen mal, was jetzt kommt, aber ich glaube, das sollte es gewesen sein für die erste Folge. Fantastischer Schluss, oder? Ach, oh Gott. Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Das ist der sprechende Hut. Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Kobaltproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Hut sieht ja cool aus. Okay. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Ich freue mich auf den Unterricht, ich will unbedingt erkunden. Ich will eher erkunden. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen.
Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Sozusagen ehrgeizig. Ist es Ehrgeiz? Es mag engstirnig wirken, aber es ist wichtig, im Leben ein Ziel zu verfolgen. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besitzt. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Ach komm, man kann das verschiedene Häuser annehmen, ne? Die man will. Also ich würde das einfach mal annehmen. Hat mal was, oder? Slytherin? Von der sortierenden Sorte. Auch ein du cooler. Du gehörst nach Slytherin. Ja. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ja. Ruhe, fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Dieser putzig, die Kleine. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht einfallsreich sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Nun denn. Aspiration. Ziemlich lässig. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Mein Gott, es geht ja auch Schlag auf Schlag weiter. Mag gar nicht weglegen, dieses Joypad. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Super, aber jetzt genau hier machen wir jetzt eine Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, bis dahin. Tschüss.